Und wir werden uns anschauen, wie man die digitale und die physikalische Welt überbrücken kann. Und wir werden uns über sehr realistische Sachen uns anschauen. Und unser Gast ist Patrick, unser Nickname ist Pripe. Und er ist momentan Doktorand im Bereich Mensch-Maschine-Interaktion und Beziehungen. Mensch-Maschine-Beziehungen. Okay. I'm not gonna discuss this since I'm as well okay. On this field. Ich werde jetzt keine fachliche Diskussion anfangen mit ihm, aber sein Fokus ist auf Augmented Reality. Und er interessiert sich für Sachen, die mit 3D zu tun haben. Und sein Vortrag gibt uns eine Übersicht über Augmented Reality und zeigt uns auch einige mögliche Nutzungsmöglichkeiten, sowohl für gute Dinge als auch für böse Dinge. Liebes Publikum, bitte einen großen Applaus für unseren Vortragenden. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, hallo alle zusammen. Dies ist ein Grundlagenvortrag, das heißt, es ist hauptsächlich für Leute, die noch nicht über oder sehr wenig über augmentierte Realität kennen, Augmented Reality. Vielleicht, ich hoffe, dass ihr danach ein bisschen mehr wisst. Aber wenn ihr ein bisschen Erfahrung habt, dann hoffe ich, dass eventuell wir hier auch ein paar neue Impulse an euch weiterleiten geben können. Außerdem ist dieses Ziel auch eher darüber, wie augmentierte Realität benutzt werden können im täglichen Leben und weniger über im wissenschaftlichen Bereich. Und außerdem ist so ungefähr 30 Minuten, das ist ein bisschen kürzer, das heißt, im Endeffekt haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen, spezielle Fragen habt, dann könnt ihr sie nachher stellen. Lass uns zuerst mal anfangen mit virtueller Realität, weil ich glaube, die meisten Menschen verstehen das ein bisschen besser oder kennen den Wert schon ein bisschen. Wir haben viel, dass darüber geredet wird, dass virtuelle Realität den Weg, wie wir mit Computern interagieren, komplett verändern wird. Und es gibt auch viele Anwendungen dafür. Aber virtuelle Realität ist noch nicht in unserem alltäglichen Leben und wird wahrscheinlich dann nie sein. Es gibt ein paar Gründe dafür. Das erste ist, virtuelle Realität geht es hauptsächlich über Entertainment. Und zweitens nimmt es uns aus der echten Welt heraus. Das heißt, wir können zwar vielleicht die uns in eine andere Welt verschieben, das sieht ungefähr so aus, sind wir auch nicht mehr ein Teil von Realität. Augmented Reality erweitert die reale Welt. Für die meisten Menschen sieht es ungefähr so aus, aber das Wichtige dabei ist, dass wir immer noch unsere Umgebung mitbekommen. Wir können den virtuellen Inhalt auch erfahren und dieser besondere Unterschied bedeutet, dass Augmented Reality AR viel, viel benutzbarer ist. Lass uns eine kleine Definition anschauen. Augmented Realität ist, dass wir echten und virtuellen Inhalte gleichzeitig haben, dass wir die Grenze dazwischen zerstören oder reduzieren. Und die Anwendung ist interagiert damit in Echtzeit. Das heißt, es passiert sofort, es ist keine Verzögerung. Und außerdem sind die Objekte nicht relativ zum Benutzer, sondern im Welt. Das heißt, wenn ich mich bewege, bleibt der Globus auf dem Tisch. Wenn ich über augmentierte Realität rede, meine ich genau das. Was auch wichtig ist, ist, dass AR ein Punkt auf diesem Mixed Reality Continuum ist. Das heißt, wir haben eine normale Realität, die wir jeden Tag haben, bis zu einer komplett virtuellen Realität. Und diese vier Punkte sind die Standard. Es gibt auch ein paar Erweiterungen, die man hier sehen kann. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Details definieren, was sie bedeuten, aber die wichtigen Punkte ist, dass es keine harte Grenze ist, wo augmentierte Realität beginnt und endet. Es gibt auch viele Wege, wie man augmentierte Realität zeigen kann. Mobile augmentierte Realität wie Pokémon Go
wo es auf einem Mobilgerät oder einem Smartphone gezeigt wird. Das ist das Häufigste. Wir können es auch projizieren, wo man einen Projektor, ein Bild auf einer realen Umgebung projiziert. Das ist besonders nützlich, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, wo der Inhalt von vielen Leuten gesehen und manipuliert werden soll. Dieser Beispiel könnt ihr außerhalb der Tür sehen, wo eine ziemliche ähnliche Situation ist. Und dann gibt es, worüber wir hauptsächlich reden, am Kopf getragene augmentierte Realität, wo spezielle Brillen getragen werden, durch die man sehen kann und wo der virtuelle Inhalt darauf projiziert wird. Und das ist die immersivste Form von augmentierter Realität. Und wenn wir gute Technologie haben, ist es mehr oder weniger komplett in der echten Welt integriert und kann nicht unterschieden werden. Das ist unser Ziel. Warum ist augmentierte Realität so wichtig? Zuallererst möchte ich Tim Sweeney von Epic Games zitieren. Es ist wichtig, wenn man eine bekanntere Person zitiert, und er sagt, augmentierte Realität wird die größte technologische Revolution in unserer Lebenszeit sein. Weil wenn man den augmentierten Realität hat, dann braucht man keine anderen Bildschirme. Man hat den Bildschirm einfach überall, wo man hingeht. Man glaubt auch, dass die in den nächsten 10 Jahren passiert. Ich vermute, dass es sehr optimistisch ist, wenn man sich anschaut, was aktuell möglich ist. Ich glaube aber, dass diese virtuelle die Revolution bald passieren wird. Und genau. Was auch wichtig ist, ist, dass das Ziel nicht nur einen normalen Bildschirm zu ersetzen mit einem virtuellen, aber physische Objekte wirklich zu erweitern, dass das Visuelle ein Bestandteil oder eine Erweiterung von den physikalisch anwesenden Objekten ist. Und erst dann wird es unser Leben revolutionieren. Ich werde später ein bisschen drüber reden. Die erste Frage ist, wie wahrscheinlich sind fundamentale Änderungen in unserer Gesellschaft, wenn es durch virtuelle Realität herauskommt? Wenn wir über Smartphones reden und wie sie benutzt werden, dann ist es sehr wahrscheinlich, weil Smartphones hatten sehr große Änderungen darin, wie wir in unserem Leben sind. Sind inzwischen überall und in unserem Leben und in dem Leben für viele Menschen integriert. Und das für viele Menschen ist es schwer möglich, ohne sie zu leben. Augmentierte Realität wird das auch machen, weil es die Sachen involviert, die Menschen brauchen. Lass uns mal mit einer sehr kurzen Geschichte von augmentierter Realität reden. Augmentierte Realität ist relativ alt. Das erste augmentierte Realität wurde von Ivan Sutherland 1986 gebaut, das Schwert von Damocles. Es hatte Kopftracking und durchsichtbare Optiken. Das war sehr weit fortgeschritten für die Zeit. Das Wort wurde erst 25 Jahre später bei Kaudow und Mitzel 1992 definiert. Das ist ziemlich viel Zeit dazwischen, aber die Forschung hat in der Zeit auch viel gemacht. Dies ist ein interessantes Beispiel von 1994 bei State et al. Es ist ein Ultraschallbild von einem Fetus in dem Körper der Frau und wird einfach drauf projiziert. Und das ist das ziemlich früh schon benutzt wurde, um wirklich Menschen einen Vorteil zu verschaffen, obwohl die Technologie noch sehr limitiert war zu dem damaligen Zeitpunkt. Dies ist auch ein wichtiger Schritt, weil das wurde die erste mobile Implementation, die außerhalb eines Labors benutzt werden konnte, wurde Turing-Maschine genannt bei Feiner Air. 1997. Schon relativ früh war die Frage, wie können wir diese Technologie nicht nur innen benutzen, sondern auch draußen. Und das ist auch eine sehr wichtige Frage. Und dann begann das erste Anwendung mit Mobilgeräten, und das waren in diesem Fall PDAs,
für Leute, die sich daran erinnern, mit Kameras, die daran geklipst wurden. Und ihr könnt die Marker im Hintergrund sehen, wo die Kameras von den Kameras verfolgt werden, und dann fahren virtuelle Züge über den Holztrack. Ist noch nicht so praktisch, aber es ist einfach ein Proof of Concept. Mobile, augmentierte Realität ist der üblichste Weg aktuell, aber vielleicht kann sich das bald ändern, weil wir haben inzwischen die erste Generation von kommerziell verfügbaren Headsets und damit auch ein erweitertes Interesse von der wissenschaftlichen Community, aber auch von der Industrie, um die unterschiedlichen Probleme zu lösen. Das bringt uns zu den Anwendungsbereichen, wie augmentierte Realität unser Leben beeinflussen kann. Zuallererst lasst uns ein bisschen über die Forschung reden, die schon gelaufen ist. 12,5% der Research schaut sich Anwendungen an. Und der Rest schaut sich Tracking-Technologie und so weiter an. Und von diesen Anwendungsfällen sind die meisten im Industriebereich, das heißt weniger im täglichen Leben. Wir haben zum Beispiel Logistik, wir haben medizinischen Bereich und natürlich indirekte Influenz in unser Leben. Wir haben immer noch Vorteile von ihnen, aber ich möchte mehr darüber anschauen, was wir im alltäglichen Gebrauch haben können. Welche direkten Vorteile haben wir von augmentierter Realität? Da gibt es auch Guides und Geschichte und Telekommunikation und Telepräsenz. Und das bringt uns auch zu der ersten Benutzungsfall. Erste ist augmentierte Telepräsenz. Das heißt, wir haben 3D-Avatare von den Menschen, mit denen wir reden, die in unserer Umgebung sind. Das heißt, ein virtueller Avatar, der auf dem Sitz neben uns sitzt. Das ist relativ cool, weil das ist etwas, was wir aus Sci-Fi-Büchern haben. Und jetzt ist es hier, jetzt können wir es benutzen. Und obwohl es noch sehr weit von Perfektion entfernt ist, ist es sehr toll und sehr spannend. Das ist mindestens von mir, aus meiner Sicht. Und wir können nicht nur miteinander reden, sondern wir können auch die Größe verändern. Das heißt, unten rechts können wir sehen, dass das Mädchen auf einem Podest neben dem Mann steht und relativ klein ist. Wir können virtuelle Realität auf unserem Tisch rumrennen lassen, während wir mit ihnen reden. Ein anderes, sehr klassisches Beispiel ist augmentierte Realität Navigation, das ist ein System von Google, was eine gewisse direkte Erweiterung von ihrer Smartphone-Navigation ist. Und obwohl das ein sehr natürliches Beispiel ist, wenn man sich anschauen kann, was augmentierte Realität machen kann, ist es auch ein sehr, sehr starkes. Wir können zum Beispiel die Linie projizieren, wo lang man gehen möchte, und der muss einfach nur der Linie folgen, um sein Ziel zu erreichen. Das ist sehr einfach und verständlich. Aktuell gibt es hauptsächlich spezialisierte Systeme, die zum Beispiel durch Flughafennavigation benutzen oder Autonavigation. Sehr wenige für normalen Fußgängerbenutzungen, aber das wird sich hoffentlich bald ändern in der Zukunft. Das nächste, und das ist auch offensichtlich, um interessante Plätze zu finden oder wo man hin möchte. Zum Beispiel, wo ist eine Postbox, wo ist ein Bar? Das ist heutzutage schon möglich mit Smartphones, aber der große Unterschied ist, dass man keine Abstraktion hat. Das heißt, du musst dich die Karte mit der Realität angleichen. Das heißt, wo ist das Gebäude, was ich hier sehe? Man kriegt die Informationen genau dahin gesetzt, wo der Punkt ist. Und das macht es einfacher und benutzbarer. Außerdem kann man auch Benutzerreviews zeigen oder zum Beispiel das Menü eines Restaurants, dass man ein passendes finden kann. Was auch sehr interessant ist, ist augmentierte Realität-Übersetzung, wo man eine Sofortübersetzung einer fremden Sprache vor Ort anzeigt. Also man schaut auf ein russisches Bild, ein russisches das hier ist jetzt Google Übersetzung oder Google Translate, das viele von euch vielleicht schon benutzt haben, einige von euch.
Aber wenn man es benutzt hat, sagt man, hey, es war komplett unpraktisch, Kabel. Und wenn man ein Headset hat, dann ist es noch praktikabler. Man sieht den Text in der Sprache, die man möchte. Aber auch neben Übersetzung kann man erweiterte Informationen anbieten. Zum Beispiel kann man es nicht nur zeigen, sondern nicht nur die Richtung zeigen, sondern auch die Entfernung zu dem Objekt. Und es ist auch möglich für Museen, das zu benutzen, wo Raum für Text in der Regel relativ limitiert ist und augmentierte Realität hat keine Limitierung im Platz, im Raum. Nächste Anwendung ist kulturelle Geschichte und das ist ein nettes Paper, was wir hier besprechen, was das zeigt, weil es die Geschichte erfahrbarer macht. Zum Beispiel die Ruinen eines griechischen Tempels kann man eine Erfahrung bekommen, wie der Tempel aussah, genau da, wo heutzutage die Ruinen sind. Oder wenn man auf einem alten, antiken Run-Track war, konnte man auch dort eine Idee haben, wo man sehen kann, wie sie benutzt wurden, wenn Leute rumrennen und für Sport benutzen. Das ist sehr stark. Wir können sehen, wie es aussah. Und noch ein wichtiger Aspekt, und das ist noch ein sehr wichtiger, ist, ein Teil von augmentierter Realität könnte die Möglichkeit haben, dass man Technologie besser benutzen kann. Die Technik heutzutage wird immer komplexer und es wird mehr und mehr in Verbindung. Selbst für Experten ist es manchmal schwer zu sagen, hey, in welchem Status ist das System aktuell, und für nicht technisch visierte Leute ist es noch schwieriger. Und jetzt ist die Frage, wie können diese da sichtbar gemacht werden? Nur mal ein kleines Beispiel zu geben, ist kein perfektes Beispiel, aber vielleicht kann ich damit die Idee rüberbringen. Stellt euch vor, ihr habt diesen einfachen Router zu Hause. Wir haben ein paar Status-LEDs, aber wenn das Internet kaputt ist und nicht mehr funktioniert, dann gibt es da nicht so viel Informationen darüber, welches Problem wirklich da ist. Wahrscheinlich müsstet ihr dann ein Web-Interface gehen, wenn ihr die IP immer noch im Kopf habt. Natürlich könnt ihr auch tun, was wir hier tun, ein kleines Papier mit der IP auf dem Gerät draufkleben, aber das ist nicht wirklich praktikabel. Mit augmentierter Realität könnte man auf den Router schauen, eine einfache Geste machen und dann kriegt man die Informationen, die man haben möchte, und einfach über das auf dem Gerät eingeblendet wird. Und man kann sofort erkennen, was das Problem ist. Vielleicht haben wir einfach DHCP vergessen einzuschalten oder sowas. Wir können es auch erweitern, dass wir nicht nur einen Router haben, sondern auch WLAN-Geräte, die damit verbunden sind. Eines der Standardprobleme ist, dass kein Kabel existiert. Das heißt, es ist schwer, welches Gerät mit verbunden sind und wo sie sind und welche IP-Adressen sie haben und so weiter. Und über augmentierte Realität können wir einfach virtuelle Verbindungen zeigen, damit wir die Informationen gut sehen können. Zum Beispiel so. Aber wir können es auch benutzen, um Fehler besser sichtbar zu machen. Zum Beispiel ein Gerät könnte kein DNS bekommen. Und dann können wir auch zusätzliche Informationen anzeigen, die Bandbreite der Geräte. Und wenn wir ein echtes physikalisches Medium haben, könnten wir das auch benutzen, um zusätzliche Informationen anzuzeigen, wie zum Beispiel ein Graph der gebrauchten Bandbreite über Zeit. Und wir können sehr einfach verstehen, was angezeigt wird, weil es direkt an dem Medium ist, wo es anfällt. Und das ist ein Beispiel, wie augmentierte Realität wirklich helfen kann. Wir können vielleicht ein bisschen darüber später reden, aber zuerst kommen wir zu ein paar technischen Herausforderungen. Wie kann das wirklich funktionieren? Was muss sich ändern, damit wir es alltäglich benutzen können? Das erste ist Tracking, also das Mitverfolgen von Person und Richtung. Und ich muss natürlich wissen, wo der Benutzer ist, damit die Anwendung darauf reagieren kann, was es für die generelle Positionierungsbestimmung kann man einfach GPS benutzen. Und es gibt verschiedene Ansätze für weitere Positionsbestimmungen, wie zum Beispiel jetzt Time-of-Flight-Methoden, wo man halt
die Bewegung berücksichtigt und versucht dann halt die Distanz zu einem Objekt zu bestimmen mithilfe der Bewegungsdaten. Und dann kann man halt so ein Schema produzieren und dann habe ich eine relativ gute Idee, wo der Benutzer gerade ist im 3D-Raum. Und diese Projektion ist natürlich jetzt nicht perfekt, aber es ist halt nützlich genug, um in der Praxis angewendet zu werden. Was ebenfalls wichtig ist, ist halt das Display und die Darstellung. Und einige Brillen haben halt ein Video-Durchsicht-Bildschirm. Aber das Problem ist halt auch die Zeitverzögerung der Datenübertragung, Datendarstellung. Und manche Leute werden dadurch auch wird dadurch auch übel. Und es gibt auch einige Varianten mit kleinen Laserprojektoren, die dann direkt in die Augen des Benutzers strahlen und somit dann das gewünschte Bild projizieren. Und das beste Display wäre natürlich, wenn man gar nicht so eine Brille haben müsste, sondern direkt die optischen Nerven des Benutzers beeinflussen könnte, aber diese Technologie existiert einfach noch nicht. Und was wir momentan haben, ist halt eine Durchsichtoptik mit solchen Brillen. Und lasst uns kurz die verschiedenen Probleme betrachten. Eins der Probleme ist halt die Durchsichtigkeit. Was ist, wenn man jetzt ein Objekt hat, das halt teilweise durchsichtig ist, dann würde die Brille halt keinen Hintergrund darstellen. Es ist jetzt kein so großes Problem, aber je nachdem, wie die Lichtbedingungen sind, kann das halt schon unschön sein. Und es ist, aber was noch wichtiger ist eigentlich, die Sichtweite, also der Sichtwinkel, oder das Sichtfeld, das ist, wenn man sich die Microsoft HoloLens anschaut, sind das nur 30%, wenn man von der Nasenspitze ausgeht. Die Meta 2 schafft 90 Grad Blickwinkel. Aber wenn man das mit dem menschlichen Blickfeld vergleicht, sind das 210 Grad. Also es muss auch sehr viel, viel besser werden. Was auch wichtig ist, ist, wenn eine Person so eine Brille trägt, dann wie kann das Gerät erkennen, auf was eine Person raufschaut? Und das Ding ist halt auch, dass das halt sehr rechenintensiv ist und die meisten Berechnungen werden meistens auch ausgelagert auf externe Maschinen und es ist halt sehr rechenintensiv und diese Dinge müssen manchmal ausgelagert werden. Und deswegen ist es halt auch um halt weitere Daten zu erhalten oder Informationen über reale Objekte, ist Konnektivität sehr wichtig. Und daher muss man halt auch mit verschiedenen Diensten verbunden sein, die nicht Teil der Brille selbst sind. Und das ist halt auch eine große Herausforderung, vielleicht sogar die größte von allen. Das nächste ist halt Reality-Based Information Retrieval, also in realitätsbasiertes Informationsbeschaffung. Wenn der Nutzer jetzt halt auf Gemüse schaut, dann muss halt ein Programm erkennen, um was es sich genau handelt. Und es vergleicht dann natürlich jetzt erstmal diese Sachen, die das Programm sieht, mit einer Liste von Objekten, die halt schon bekannt sind. Und dann darauf basierend können halt Empfehlungen ausgesprochen werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Markt bin mit meinem VR-Display, dann kann es einem nicht nur die verschiedenen Gemüsesorten identifizieren, es kann dir ebenfalls Vorschläge machen, was man damit machen kann an Gerichten. Was auch wichtig ist,
wenn VR oder Augmented Reality Brillen etwas Gängiges werden sollen, dann muss man halt auch berücksichtigen, wie es mit Brillenträgern ist. Und vor allen Dingen, also wenn diese Brillen gängig werden sollen, dann müssen sie halt auch leicht zu tragen sein, angenehm zu tragen sein, also ähnlich angenehm wie gängige Brillen für sehbehinderte Menschen. Und eine der wichtigsten Fragen ist, auf welche Art und Weise man die Sachen darstellt, sondern auch wenn augmented reale Objekte Teil unserer Realität zu scheinen sein, ist es trotzdem wichtig, halt darüber nachzudenken, wie man sie genau darstellt, sodass halt klar ist, dass es virtuelle Objekte sind. Ultrasound to create resistance in mid-air, so that I have an actual. Und auch, es geht ja auch darum, wenn man jetzt ein virtuelles Objekt berührt, dann würde man ja schon ganz gerne noch ein Berührungsgefühl haben. Und da gibt es auch jetzt schon technische Ansätze, die halt mit Ultraschall versuchen, ein taktiles Feedback zu erzeugen. Dann gibt es natürlich auch noch Spracheingabe, ist auch noch eine Möglichkeit, um verschiedene Probleme zu lösen, was die Interaktion angeht. Es gibt halt auch Blick-Tracking, also wie man halt schaut, also versucht zu ermitteln, wohin der Benutzer genau schaut. Und es gibt im Endeffekt keine wirklich gute Lösung, wie man halt die Interaktion des Menschen mit digitalen Objekten am besten realisiert, weil es einfach Informationsverluste gibt oder Ungenauigkeiten gibt. Ich möchte jetzt nun über Probleme sprechen oder Gefahren. Das erste Problem ist natürlich Informations-Overload, also zu viele Informationen in der Realität durch virtuelle Objekte. Und eigentlich soll ja Technologie helfen, Menschen zu unterstützen. Und es ist wichtig, dass Menschen halt auch die Kontrolle behalten über die Technologie. Aber die Nutzer haben nicht unbedingt immer die volle Kontrolle. Insbesondere wenn halt, wenn jetzt beispielsweise Werbetreibende die Kontrolle über die Augmented Reality übernehmen und dabei dann halt Benutzer mit Inhalten konfrontieren, die sie selber nicht kontrollieren können. Und das Problem, was wir ja auch heute schon sehen, ist, dass viele dieser Werbeanzeigen dann sogar auch noch personalisiert sein werden und direkt zugeschnitten auf die Leute, die die Sachen dann sehen und erfahren sollen vor allen Dingen. Und das bringt uns natürlich jetzt auch zum Thema Privatsphäre und Datensicherheit. Und wir müssen uns halt wirklich fragen, was passiert mit unseren Daten? Und natürlich Privatsphäre ist eben auch als wichtig. Also vor allen Dingen, wenn wir uns halt fragen, so was für Daten übertragen wir mit unseren Brillen dann an irgendwelche Dienstanbieter, die uns dann wiederum halt Empfehlungen geben oder sonstige Werbung zuspielen. Und wer kontrolliert die Plattform, die dann halt auch diese Sachen, also diese Hardware und auch eventuell Software bereitstellen? Wir haben halt einerseits Apple, Windows und Android, also iOS, Windows und Android und Frage ist, wer kontrolliert das Ökosystem des Ganzen? Und wird mehrere große geben, aber werden wir die Kontrolle über unsere eigenen Geräte haben? Oder haben die Menschen, die die herstellen, die Firmen, die die herstellen, ein Interesse daran, dass wir Kontrolle über unsere Geräte behalten? Und werden Leute sich überhaupt damit auseinandersetzen? Anscheinend sind sie auch überhaupt nicht daran interessiert, aktuell, wo es schon die Smartphones gibt. Ein weiterer Anwendungsbereich für augmentierte Realität, über das wir noch überhaupt nicht geredet haben, ist das militärische Benutzung.
Heads-up-Displays werden im militärischen Bereich, in zum Beispiel in Flugzeugen, schon seit mehr als einem Jahrzehnt benutzt. Und außerdem gibt es mehrere wissenschaftliche Papiere oder Artikel, die darüber reden, wie augmentierte Realität im Militär benutzt wird. Und es ist einfach, sich vorzustellen, dass augmentierte Realität Soldaten zeigen, wo sie hingehen sollen und auch, was sie tun sollen. Es gibt schon die ersten Versuche, HoloLens auf dem Kriegsgelände einzusetzen, und das Ziel ist die situelle Awareness und auch die Tödlichkeit von Soldaten zu erhöhen. Ich möchte jetzt keine Rechnung machen, aber wir müssen darüber reden, für was Technologie benutzt werden wird. Und es wird einfach nicht nur Einhörner und Regenbögen sein. Yeah, another interesting aspect is how does. Eine weitere wichtige Frage ist, wie wird der große Einsatz von augmentierter Realität die Kommunikation zwischen Menschen verändern? Wie wichtig wird es sein, wenn wir uns irgendwo überall hin projizieren können, eine Person wirklich zu treffen? Ein Beispiel, die Geschichte Naked Sun, wo es üblich ist, dass Menschen mit ihren fotorealistischen Hologrammen kommunizieren und auch nackt voreinander zu sein. Es ist kein Problem, aber es ist sehr, sehr ungewöhnlich für Menschen, in demselben Raum zu sein mit anderen Menschen. Ich sage jetzt nicht, dass das ist, wie es sein wird, aber es werden soziale Veränderungen involviert sein, die wir jetzt einfach noch nicht absehen können. Das führt außerdem zu der Frage, wie wird unsere eigene Denkweise von der ständigen Benutzung von virtueller Realität beeinflusst werden? Wie wird unsere Erfahrung von Orten sich verändern, wenn wir von augmentierter Realität geleitet werden, was im schlimmsten Fall bedeutet, dass wir einfach einer Linie folgen, bis wir unser Ziel erreichen? Es gibt schon Forschung, dass die GPS schon dazu bedeutet, dass man einen Bereich des Gehirns weniger benutzt wird, was zu Alzheimer führen könnte. Und eventuell ist es wichtig, und wir müssen einfach erforschen, was die Probleme sind, die kommen können. Und dann die ultimative Frage: Was ist Realität? Wie kann sich unser Verständnis von Realität verändern, wenn wir augmentierte Realität benutzen? Das ist eine metaphysische Frage, aber das ist auch eine sehr, sehr interessante. Es ist nicht eine Frage für Leute, die es auch manchmal benutzen, nur um Objekte zu erweitern, sondern hauptsächlich für fotorealistische augmentierte Realität, die Aussehen der Welt für unterschiedliche Leute verändert. Das heißt, wenn meine Welt signifikant anders als deine Welt aussieht und augmentierte Realität immer aktiv ist, was bedeutet Realität dann und welche Rolle hat diese nicht augmentierte Realität für Menschen? Das ist etwas, worüber wir nachdenken und reden müssen. Und damit bin ich am Ende meines Talks. Ich hoffe, dass ich euch gezeigt habe, dass augmentierte Realität einen Vorteil haben kann, aber dass auch Risiken involviert sind, und ich hoffe, dass ihr das halbwegs interessant fandet. Und jetzt können wir ein paar Fragen haben. Thank you, for your Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Ich sehe einige Leute vor dem Mikrofon. Mikro Nummer 2. Vielen Dank für den Vortrag. Der Vortrag über die rote und blaue Pille, inwieweit entwickelt sich das Verständnis der Benutzer? Wie meinst du, wenn wir augmentierte Realität benutzen, vielleicht führt das zu einem besseren Verständnis von was echte Realität ist oder wie das funktioniert? Genau, also zum Beispiel jetzt, wenn man versteht, wie jetzt der 3D-Scanner funktioniert, dass man da einfach besser versteht, also dass wir halt insgesamt dadurch Sachen besser verstehen.
Ja, es ist eine metaphysische Frage. Es ist schwer, diese Frage aktuell zu beantworten. Es ist mehr ein Raten, wie es sich verändern kann für Menschen, welche Erfahrung von Realität die Menschen haben, wie sich das ändert. Ich kann das aktuell einfach nicht beantworten. Es ist eine offene Frage, die auch für mich starr steht. Wenn ich über augmentierte Realität nachdenke und was es benutzt werden wird, wenn sie jeder jeden Tag benutzt, dann kann ich mir ein paar dystopische Szenarien vorstellen, wo jeder in diesem tollen Welt lebt, die komplett falsch ist und die echte Welt sieht grausam aus. Aber das merkt man nicht, weil jeder ist in seinem eigenen Gefängnis gefangen. Und ich weiß nicht, was passiert. Das ist eine Gefahr, über die wir nachdenken können. Und das ist etwas, was in den nächsten 20, 30 Jahren nicht passieren wird, weil wir einfach die Technologie dafür noch nicht haben. Aber vielleicht antwortet das seine Frage mehr oder weniger. Ja, yeah, next one. Yeah, the next yeah. one. I was thinking along as well. Okay. So to get widespread consumer adoption, we really damit viele Benutzer das einsetzen, brauchen wir auch wir brauchen halt Hardware, die auch für die Benutzer für viele Benutzer zugänglich ist und angenehm. Google Glass war keine wirklich augmentierte Realität, weil wir hatten diesen kleinen Bildschirm, der da oben in der Ecke war. Das war mehr ein Head-Up-Display da oben in der Ecke und wir konnten einfach ein bisschen Informationen dort anzeigen. Wenn wir wirklich augmentierte Realität haben, dann haben wir den gesamten Raum, um Informationen zu setzen. Ich meine halt, dass diese Brillen momentan echt schlecht aussehen. Wir wollen halt nicht so aussehen. Ja klar, das stimmt, aber wir müssen dahin gehen, wo medizinische Brillen, also normale Brillen sind, weil wir die in unserer Gesellschaft akzeptieren. Jemand, der eine Brille trägt, wird nicht komisch angeschaut. Das heißt, wenn wir augmentierte Realität-Headsets mehr oder weniger genauso aussehen, werden wir in Ordnung sein. Und die Frage ist dann, welche technischen Probleme müssen wir lösen, damit wir dahin kommen? Ja, wir müssen das ganze Zeug militarisieren. Diese Laserprojektoren sind eine interessante Lösung, weil die sind ziemlich klein und man kann sie in die Augen direkt projizieren. Das heißt, man reduziert den, wenn wir diesen User Bias herausgefunden haben, wie wir Leute dazu überredet bekommen, dass es in Ordnung ist und keine Gefahr, können wir es auch weiter reduzieren. Und wenn wir das ganze Berechnung auf Servern laufen lassen können, dann können wir auch das reduzieren. Das heißt, wir müssen nur die Inputs zum Server streamen und das Bild zurück zum Gerät. Dann können wir ziemlich kleine Geräte bauen. Weil das müssen wir realisieren. Und es ist etwas, was hoffentlich in den nächsten 5 Jahren passieren wird, weil das sind Sachen, auf denen wir aktuell arbeiten. Microsoft arbeitet mit an HoloLinse, die Eye-Tracking-Funktionalitäten hat, aber wir müssen warten und abschauen, was passiert. Das ist auch eine wichtige Sache. Die Hardware, die involviert ist, ist sehr komplex. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es etwas ist, was eine Person in der Garage bauen kann. Wir können diese großen Firmen, die Forschung betreiben, weil es sehr komplex ist. Okay, eine Frage aus dem Internet, eventuell. Hi, the Internet has a related question. The Internet wants to know, wie lange glaubst du, dass es dauert, bis der Durchbruch kommt für Augmented Reality? Oh, das hängt wirklich davon ab, welche Benutzungssituationen es gibt. Das sind die wichtigsten für Akzeptanz. Wir müssen Funktionalität erstellen, die wirklich die Methode, wie Menschen ihr Leben leben, verbessern. Die Übersetzung zum Beispiel ist eine gute Sache. Es ist üblich, dass Leute, wenn sie reisen, zu einem Schild laufen und dass sie nicht verstehen können, weil es eine fremde Sprache ist. Und wenn man ihnen eine augmentierte Realitätslösung für dieses spezifische Problem findet, werden Menschen es benutzen, weil es praktisch ist, weil es benutzbar ist. Und genau dasselbe mit Smartphones. Je mehr Funktionalität wir haben, die in diese Richtung geht, desto einfacher wird die Übernahme werden. Das ist
use cases which are important. Wir müssen Benutzungssituationen haben, die für, wichtig für Menschen ist, und dann wird es einfach übernommen werden. Number three, please, sir. Thank you for your talk. Vielen Dank für den Vortrag. Wie sieht es mit den Plattformen aus? Also was ist ja zum Beispiel mit Oculus Rift von Facebook? Ist das nicht virtuelle Realität? Oder? Ja, das ist virtuelle Realität. So, aber ich habe darüber nachgedacht, es zu inkludieren, aber ich weiß nicht, wohin die wollen. Wir haben diese Firma gekauft, sie haben Geld in diese Technologie gesteckt, aber ich sehe sie noch nicht, wo sie damit hingehen, was ihr Ziel ist. Also darum habe ich sie jetzt noch nicht inkludiert, aber... Number two, please. First of all, thank you for the information. Vielen Dank für den Vortrag. Was denkst du, was sich ändern wird in Bezug auf Privatsphäre und wenn man ein Live-Feed mit Augmented Reality hat? Ja, vielleicht ist es ein zynischer Weg, sich das anzuschauen, aber Menschen werden aufhören, darüber nachzudenken. Das wird passieren. Wir, die aktuelle Generation, denkt noch über Privatsphäre nach. Wir fühlen als ob es für uns eine schlechte Idee ist, einen konstanten Live-Feed von dem, was wir sehen, irgendwohin im Internet übertragen wird. Aber ich sehe, junge Leute benutzen Smartphones, sie denken nicht über Privatsphäre, sie denken darüber nach, was dieses Gerät für sie tun kann. Und das ist die soziale Veränderung, die passieren werden. Leute werden einfach sich nicht darum kümmern. Es wird einfach ein normales Ding sein, dass meine Sichtfeld irgendwo ins Internet übertragen wird. Und Leute werden einfach nicht mehr darüber nachdenken. Das ist, was passieren wird. Also meine Vermutung. Number two. Thanks. Vielen Dank. Ich habe vor kurzem eine Firma gesehen, die einige Brillen entwickelt haben, die dann halt nicht in die Retina projiziert haben, sondern also die halt jetzt nicht diese Lösung gemacht haben, sondern was anderes, die halt versucht haben mit anderen Sinnen Feedback für den Nutzer oder Input für den Nutzer für die augmentierte Realität zu produzieren. Ja, das ist interessant. Ich habe mich viel über die visuelle Bereiche angeschaut, aber das Ganze mit virtueller und Mixed Reality ist, dass es nicht nur das Visuelle ist. Das heißt, es soll einen kompletten alle Sinne sollen davon angesprochen werden. Und ja, vielleicht ist das eine gute Idee, dass wir nicht nur auf die visuellen Aspekte uns anschauen, sondern auch Audio, über das du geredet hast, oder... Dieselbe Frage mit der Anwendungsbereichen. Wenn man einen sehr guten Benutzungsfall findet, wo audio-augmentierte Realität Menschen im echten Leben hilft, dann würden es Leute benutzen. Aber der Grund, weshalb ich hauptsächlich auf den visuellen Teil mich fokussiert habe, ist, dass es der stärkste Sinn ist, der die Menschen normalerweise haben. Und ich glaube, das wird auch der Verkaufspunkt von augmentierter Realität werden, dieser sichtbare oder der visuelle Teil. Thanks, vielen Dank für den Vortrag. Du hast erwähnt, dass eine Möglichkeit die Miniaturisierung voranzutreiben, ist es halt, Daten in die Cloud auszulagern, auch Berechnung dorthin auszulagern. Aber heutzutage haben die Geräte halt auch deutlich mehr Rechenpower und auch in Bezug auf maschinelles Mustererkennung. Und ich denke halt auch die Hardware, genau, also auch viele Hersteller versuchen halt das Smartphone zum primären Rechner abzugraden. Und das kommt, und im Endeffekt, man könnte die Sachen dann doch lokal belassen. Aber das ist auch die Frage, was die Produzenten der Geräte wollen, was du mit dem Gerät tun sollst. Und ja, natürlich, wenn wir eine Miniaturisierung haben, dass wir einen normalen Computer in Brillen machen, dann müssen wir nicht die ganzen Informationen streamen. Aber was wir immer noch machen müssen, ist, dass wir nicht alleine in der Welt sind.
mit augmentierter Realität. Das heißt, wenn jeder augmentierte Realität benutzt, brauchen wir diese Daten, von den, was die anderen machen. Wir brauchen zum Beispiel in diesem Gebäude, brauche ich ein konstantes Modell, wie dieses Gebäude aussieht. Das heißt, jeder, der durch dieses Gebäude sich bewegt, scannt seine Umgebung und baut ein 3D-Modell von der Umgebung, und wir müssen diese Informationen teilen, sodass, wenn ich in dieses Gebäude gehe zum ersten Mal, dass ich immer noch schon die ganze Umgebung habe, weil irgendjemand anders schon durchgegangen ist. Das heißt, wir müssen die Daten immer noch rausfiltern, wir müssen die Daten immer noch teilen. Das heißt, selbst wenn wir die Prozesse stärker auf den Geräten teilen, wird das nicht viel ändern. Okay, Sir. Okay, my okay. Question is very much related. Ich habe eine ähnliche Frage. Wenn die großen Firmen die Geräte schaffen, dann ist es immer noch ein geschlossenes Ökosystem. Und gibt's vielleicht eine Hoffnung, dass es zumindest die Interfaces und Protokolle, dass die offen bleiben, sodass auch andere Leute Sachen produzieren, Hardware produzieren können? Zum Beispiel der CCC könnte Sachen entwickeln. Ob das Subsystem offen ist und seine Zielinformationen hinsenden kann, ich weiß nicht. Zumindest kenne ich keine offene Softwareprojekte in diesem Gebiet. Natürlich gibt es Forschung, aber auch Forschungsprototypen sind halt weit davon entfernt, Konsumentenprodukte zu sein. Ja, man könnte es eventuell tun, aber ich sehe momentan keine Bewegung oder auch Projekte, die das machen. Ich sollte es nicht machen, aber für die vorherige Frage. Die vorherige Frage: Web-augmentierte Realität von Mozilla versuchen, einen Teil des Apps in Zugriff zu machen. Vielleicht möchte ich dir das anschauen. Du zeigtest auf deiner Forschungsinformation, darüber, wie man Informationen zurückbekommt, diese Beispiele, die versuchen, zwischen zwei Geräten, zwischen zwei Dingen zu unterscheiden, funktionieren gut, aber wie skalierbar ist das? Weil wenn wir... Das ist ein guter Punkt, weil die Leute haben es halt mit einer tatsächlichen Essensdatenbank verwendet, aber wenn man eine Datenbank mit allen Sachen hat, dann wird es natürlich schwierig, wirklich all diese ganzen Sachen zu unterscheiden, und man kriegt komische Ergebnisse. Das ist ein Problem, ja. Aber das ist jetzt nur ein Problem in diesem Forschungsbereich. Es geht ja auch darum, manchmal einfach nur ein Proof of Concept, also einfach zu zeigen, dass es geht oder dass es halt zu einem gewissen Grad geht. Und wir benutzen halt auch manchmal einfach nur einen existierenden Service dafür, der schon darauf spezialisiert ist, anstatt was Eigenes zu entwickeln. Okay. Unless someone is being ja, außer jemand beamt sich jetzt aus dem Internet zu uns herab, haben wir keine weiteren Fragen. Vielen Dank für deinen Vortrag. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.